Katrin und Ilka, schön, dass ihr zu uns in die maritimen Interview-Lounge gekommen seid. Ihr habt eine lange Saison hinter euch. Wie geht's euch körperlich? Wie geht's euch geistig? Ja, also wir haben schon in den letzten 2-3 Turnierwochen gemerkt, dass es jetzt wirklich lange und anstrengend war bis dato. Wir waren halt, haben alle Turniere gespielt, die so gingen, waren bei vielen Turnieren vorne mit dabei, sprich fünfte Plätze, Halbfinals und Finalspiele. Und das hatten wir so in den Jahren vorher nicht und es geht schon an die Substanz, sowohl mental als auch körperlich. Und klar, man für Timmendorf will man sich immer noch mal motivieren, das ist keine Frage, aber es war dieses Jahr definitiv kein Selbstläufer. Okay. Nach Olympia, 9. Platz, seid ihr in Stare Dritter geworden. In Aarland habt ihr gewonnen. Da dachte man, dieses Jahr knallt es richtig bei euch, gerade weil nach so einem olympischen Jahr sich auch Teams auseinanderleben oder wechseln oder was auch immer. Ihr seid zusammengeblieben. Wenn ihr jetzt die ganzen, ihr seid Weltranglistenzweite, ihr habt viele Turniere sehr, sehr gut abgeschlossen, nur der Sieg fehlt. Wie fasst ihr eure, oder wie sieht eure Bilanz aus von der ganzen Saison? Ist die sehr enttäuschend für euch oder? Also ich glaube, man kann eine Saison nicht nur an Siegen, also an Turniersiegen messen. Gerade auf der World Tour ist es, glaube ich, nicht selbstverständlich, wenn man sich das mal anguckt von den Statistiken. Wir sind das zweite deutsche Team überhaupt, das mal ein Turnier gewonnen hat. Und wir haben gezeigt, dass wir es dieses Jahr ganz knapp verpasst haben, in Berlin Grand Slam zu gewinnen. Aber wir waren wirklich sehr dicht dran. Und ich denke, man muss sich da ein bisschen verabschieden von der Sicht, zu sagen, man hat eine gute Saison, wenn man Turniere gewonnen hat, und man hat eine schlechte, wenn man es irgendwie nicht geschafft hat. Von daher würde ich mich total dagegen stellen, zu sagen, es war keine zufriedenstellende Saison für uns. Ganz im Gegenteil. Also ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Dadurch... Also es ist ja auch das eine, wenn man im letzten Jahr dann nochmal gute Ergebnisse abliefert, nach Olympia direkt, da waren vielleicht dann auch nicht mehr alle Leute so am Start, haben schon einige irgendwie ihre Saison beendet oder sich dann gleich getrennt. Und dann aber zu zeigen, dieses Jahr gleich beim ersten Turnier, wir holen eine Bronzemedaille, wo alle da sind eigentlich, das war natürlich für uns auch irgendwie ein cooles Gefühl. So, das hat gezeigt, dass am Ende der letzten Saison nicht einfach so ein Ausrutscher war, dass wir gute Turniere gespielt haben, sondern dass wir auch da angekommen sind, wo wir jetzt stehen. Und ja, darauf sind wir beide auch echt stolz, weil so Weltranglistenzweiter hört sich, glaube ich, echt ganz gut an. In der Tat, aber ich kann, leider wird man immer in Titeln gemessen. Ja. Du hast gerade Berlin angesprochen, ich will nicht in alten Wunden rumrühren, weil es auch gerade erst ganz frisch vorbei ist. Da war die dicke Chance. Im Finale lief es dann halt nicht so für euch und gerade bei 3-4 Matchbällen kippt das Match nochmal. Ihr habt es jetzt bestimmt mit euren Trainern analysiert. Was ist dabei rausgekommen? Ja, es ist einfach wichtig, dass es weitergeht. Also wahrscheinlich hat am Ende einfach ein bisschen der Mut gefehlt, das Konsequente. Talita Lima sind es gewohnt, solche Spiele vielleicht auch nochmal zu drehen. Also gerade 2-3 Wochen vorher in Long Beach hatten sie eine ähnliche Situation. Da waren sie eigentlich auch schon so gut wie ausgeschieden und haben es dann trotz mehrerer Matchbälle von einem anderen Gegner dann noch gedreht. Und die sind da halt ein bisschen erfahrener, ein bisschen abgebrühter. Das müssen wir vielleicht noch lernen und dann klappt es auch nochmal mit einem anderen Turniersieg. Das wollen wir hoffen. Wie lange spielt ihr jetzt zusammen insgesamt? Seit Saison 2006. Das sind rechne doch mal. Ja, 7 oder 8 Jahre, man 8. muss ja das 6 auch noch dazu rechnen. Wie viel werden es noch? Das ist eine gemeine Frage. das können wir dir noch nicht beantworten. Das habe ich mir gedacht. Ihr werdet ja auch nicht jünger und gerade du, Katrin, hast Familie und ich weiß nicht, was da... Gerade du bist alt, und was, nein, was du in der Planung hast. Sarah hat ja letztes Jahr aufgehört. Aber da rückt ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht raus, was die Saisonplanung für nächstes Jahr betrifft oder ob es überhaupt eine gemeinsame Saisonplanung gibt. Ja, also das sind auch Gespräche, die dann sowieso noch laufen müssen, die bis jetzt noch gar nicht gelaufen sind. Also würde ich dir jetzt irgendwas erzählen, was ich meinem Team noch nicht mehr erzählt habe. Und von daher, sorry, aber da bist du noch nicht auf der Erste in der Liste. Das habe ich mir gedacht, das ist auch vollkommen okay. Ja, dann wäre ich auch eigentlich damit durch. Ach so, wie sieht dann das Ende der Saison jetzt noch aus?
Vielleicht da noch noch einen Grand Slam, also ein bis zwei. Wir hatten eigentlich mit zwei geplant. Ein Grand Slam in Peking ist abgesagt worden, jetzt vor ein paar Tagen erst. Der war eigentlich fest im Studierkalender und auf einmal wegen finanziellen Gründen gecancelt. Für uns heißt es aber trotzdem noch ein Grand Slam in Sao Paulo Mitte Oktober. Und bis dahin haben wir eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich viel außer Training, was wir natürlich fleißig absolvieren. Und eventuell gibt es noch ein weiteres Turnier, was noch zum Grand Slam umgemodelt wird. Das wäre dann, glaube ich, nach Sao Paulo eine Woche, anderthalb Wochen später. Und wenn es das sein sollte in Grand Slam, dann werden wir den auch noch spielen. Ansonsten wäre Sao Paulo unser letztes Turnier. Okay, dann wünschen wir euch dafür nochmal viel Erfolg, dass ihr alle Kräfte mobilisieren könnt. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, danke. Vielen Dank.